wie aus diesem Binärcode, der doch etwas länger ist, dann diese komprimierte Variante entsteht, mit Hilfe der Huffman-Kodierung, das erfahrt ihr in diesem Video. So, sehen wir uns die Huffman-Kodierung an. Ein Komprimierungsverfahren, das, wie ich finde, doch eine sehr simple Idee hat, wie die meisten gerne an Sachen, aber schlussendlich dann eine große Auswirkung. Es ist eine verlustfreie Komprimierung, es ist eine Entropiekodierung. Naja, was das wieder heißt, ist eigentlich egal. Aber wichtig, verlustfrei. Das heißt, Huffman-Encoding können wir überall und immer verwenden, denn wir schmeißen nichts weg, wir können alles wieder rekonstruieren. Aber wie funktioniert es? Nehmen wir folgenden Text an und sagen wir, diese ist unkomprimiert. Wir können das jetzt, oder in diesem Beispiel machen wir es mit einzelnen Buchstaben und mit den Binärwerten der Buchstaben, denn dieses Verfahren kann ich für alle Sachen verwenden, also für Buchstaben, für Videos, für Audio, für Video, für irgendwelche Dokumente, weil es auf Binärebene arbeiten kann. Es ist also nicht sehr speziell auf irgendwelche bestimmte Dateitypen. Das macht den Algorithmus auch recht angenehm, muss ich sagen. Ja, in diesem Fall nehmen wir unser kleinstes Element sozusagen einen Buchstaben. Wir könnten das aber auch bei Belieben mit ganzen Wörtern machen. Aber okay, wir haben hier mehrere Buchstaben A bis G und manche kommen häufiger und manche kommen weniger häufig vor. So, sehen wir uns mal an. Buchstaben werden ja normalerweise, oder der Computer kann ja nicht wirklich mit Buchstaben arbeiten, er arbeitet mit Zahlen und in diesem Fall mit dem ASCII-Code. Und hinter dem A steht in Wahrheit die Zahl 65, hinter B 66, dann 67 und so weiter. Also jeden Buchstaben, jeden kleinen und großen, jeder Zahl, alles auf der Tastatur ist eine Zahl zugeordnet. Das ist der sogenannte ASCII-Code, manchmal auch Unicode, aber das ist eine andere Geschichte. Und dieser ASCII-Code, die Zahl 65, ist natürlich auch nichts, mit dem der Computer wirklich arbeitet, sondern er arbeitet im Binärsystem, wie ihr alle wisst, und das ist dann so. Also jeder Buchstabe wird auf 8 Bit, im ASCII eigentlich auf 7, aber egal, auf 8 Bit runterkodiert. 8 Bit, also ein Byte. Ein Buchstabe ist im Allgemeinen beim Programmieren etc. ein Byte. Bei Unicode 2 Byte. Aber wir haben gesagt, das ist eine andere Geschichte, also lassen wir das mal weg. Okay, A ist 65 und damit dem Binärcode 01, dann 5 Nuller und wieder eine 1. Bei B das blaue 1, 0, also 01, dann 4 mal die 0 und dann 1, 0. Das wäre die Binärrepräsentation der Zahl 66. So weit, so gut. Wie kommen wir jetzt Huffman komprimiert zu diesem sehr kurzen Code? Das ist der komprimierte, unter Anführungszeichen, Binärcode der oben dargestellten Nachricht. Und jetzt sieht ein Blinder mit Krückstock, dass dieser Binärcode, der komprimierte Binärcode, signifikant kürzer ist als die oben dargestellte. Das geht mit der Huffman-Kodierung und wie das funktioniert, sehen wir uns jetzt an. Noch ein kleiner Spoiler, was wir noch brauchen, ist das Wörterbuch, also die Übersetzungstabelle. Die Übersetzungstabelle ist sozusagen, okay, 0 ist ein A, 1, 1, 0 ist ein B, 1, 0, 0 ist ein C. Wir haben also nicht mehr fix pro Buchstaben 8 Bit, sondern wir haben für manche Buchstaben gar nur 1 Bit oder 2 oder 3, manchmal aber auch 5. Das ist das sogenannte Codewörterbuch, also was steht hinter wem, wie ist das dann zu lesen, also wenn eine 0 kommt, dann ist es das A, wenn eine 1, 0 kommt, dann ist es das B, wenn ein 1, 0 kommt, ist es das C und so weiter. Und der Huffman-Algorithmus, der macht uns genau dieses, ja, dieses Wörterbuch sozusagen. Okay, soviel zur Einleitung. Also sehen wir uns den Algorithmus an, wie funktioniert das? Schritt 1, ermittle die relativen Häufigkeiten. Was sind relative Häufigkeiten? Wir haben gesagt, unser kleinstes Element, das wir betrachten, ist ein Buchstabe. Man könnte auch ein Wort nehmen, aber okay, wir haben gesagt ein Buchstabe. Also A
Wie oft kommt das A vor? Wie oft kommt das B vor? Wie oft kommt das C vor? Wie oft kommt das D? Und so weiter. Die relativen Häufigkeiten sind dann so. Wir haben 7 mal das A, 3 mal das B, 2 mal das C, 1 mal das D, 1 mal E, 1 mal F und 3 mal das G. Also wir müssen einmal durchsuchen und einfach zählen, wie häufig kommt was vor. Die relativen Häufigkeiten heißt im Endeffekt, okay, A hat eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 7 Achtzehntel, B hat eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 3 Achtzehntel, C von 2 Achtzehntel. Also das, was wir haben, ist die Auftretenswahrscheinlichkeit eines bestimmten Buchstaben. Was wir jetzt machen, im zweiten Schritt bei der Huffman-Kodierung, ist, wir sortieren nach dieser Häufigkeit und zwar aufsteigend. Ein kleiner Tipp beim Programmieren, ihr könnt euch das, die relative Häufigkeit eigentlich sparen, ihr könnt arbeiten mit der absoluten Häufigkeit. Denn warum immer alles durch 18 dividieren, einfach nur zählen und das ist auch gut, kommt ja das gleiche Gewicht raus. Gut, also wir haben es jetzt aufsteigend sortiert, wir haben D mit 1 Achtzehntel, E mit 1 Achtzehntel, F mit 1 Achtzehntel, dann C mit 2 Achtzehntel, B mit 3 Achtzehntel, auch G mit 3 Achtzehntel und schlussendlich das A mit 7 Achtzehntel als das häufigste Element. Soweit so gut, jetzt folgt Schritt 3. Die kleinsten Werte, die wir haben aus dieser sortierten Liste, fassen wir zusammen. Also wir nehmen einfach D und E, ist es egal welche, Hauptsache wir nehmen die kleinsten, in denen wir aufsteigend sortiert haben, ist es wahrscheinlich so, dass D und E die ersten beiden sind, wäre aber auch absolut egal, hätten wir D und F. Der Algorithmus findet ein etwas anderes Ergebnis, aber auch das ist dann optimal, was die mittlere Codewortlänge betrifft. Okay, also wir fassen zusammen, der neue Knoten hat jetzt eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 2 Achtzehntel. Also die Gewichte, die werden addiert und wir machen einen neuen Knoten. Wir könnten diesem Knoten jetzt einen Namen geben, aber da er eigentlich nichts repräsentiert und nur eine logische Information ist, machen wir nichts damit. Das ist einfach nur eine Zusammenfassung der beiden. Und jetzt gehen wir wieder her und machen wieder Schritt 2, das heißt wir sortieren. Dabei sortieren wir aber D und E nicht, sondern wir sehen das als eine Einheit in diesen zusammengehörigen Knoten. D hat eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 2 Achtzehntel, F hat eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 1 Achtzehntel, also werden diese beiden getauscht. Also F ist jetzt vorne und dann kommt dieser neue Knoten mit 2 Achtzehntel, dann C mit 2 Achtzehntel und wir starten wieder mit Schritt 3. Also wir fassen wieder zusammen die zwei kleinsten Werte. Das ist jetzt F mit 1 Achtzehntel und dieser neue Knoten ergibt wieder einen neuen mit einer Auftretenswahrscheinlichkeit von 3 Achtzehntel, einfach aufaddiert. So, wir haben wieder sortiert, also C kommt nach vorne, denn 2 Achtzehntel ist kleiner als des neuen Knoten 3 Achtzehntel und wir müssen ja wieder aufsteigend sortieren. Und wir gehen wieder weiter zu Schritt 3, das heißt, diese beiden Knoten werden zusammengefasst. Wir haben jetzt hier eine Wahrscheinlichkeit von 5 Achtzehntel. Jetzt wird es ein bisschen interessanter, denn jetzt wird wieder neu sortiert und wir kommen zu dem. B 3 Achtzehntel, G 3 Achtzehntel, dann kommt unser neuer Knoten mit 5 Achtzehntel und dann immer noch A, total unberührt mit 7 Achtzehntel, ist es unbeeindruckt am Ende. Wir fassen wieder zusammen, die beiden kleinsten haben eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 6 Achtzehntel und müssen natürlich wieder sortieren, wieder zusammenfassen, wieder sortieren und wieder zusammenfassen. Schlussendlich kommen wir natürlich zu 18 Achtzehntel. Wer das nicht hat, der hat sich irgendwo verrechnet. Ja gut, jetzt hat sich so ein Baum generiert, der zwar informatikertechnischen Darstellung auf den Kopf stellt, aber es ist ja absolut egal. Also, wir haben hier einen Baum. Der Baum beschreibt jetzt sozusagen die Auftretenswahrscheinlichkeiten, dass irgendeiner dieser 2, 4, 6, 7 Buchstaben auftritt, hat eine Wahrscheinlichkeit von 18 Achtzehntel. Und ja, was machen wir jetzt damit? Wir machen jetzt Folgendes. Jedem Knoten oder Element links weisen wir eine 0 zu, jedem rechts eine 1. Jeden links wieder eine 0, jedem rechts wieder eine 1. Also so gehen wir alles durch.
Ja, und was passiert jetzt? Jetzt haben wir eigentlich unseren Huffman-Baum generiert und dieser Huffman-Baum hat jetzt die Möglichkeit zu komprimieren. Jedes Mal, wenn ein A vorkommt, dann geben wir dem einfach den Binärcode 0. Wenn ein anderer vorkommt, zum Beispiel das C, dann sehen wir, okay, C geht einmal nach rechts, bekommt eine 1, geht einmal nach links, bekommt eine 0, geht nochmal nach links, bekommt wieder eine 0. Also hat C den Code 100. Ja, bei F ergibt sich dann das und so weiter und so weiter. Also man folgt den Linien und nimmt sozusagen jede Zahl nacheinander auf und kommt so zu den Codes. Was ist jetzt das Besondere? Das Besondere am Huffman-Codierung ist, dass all diejenigen, die Elemente, die sehr häufig vorkommen, die bekommen den kürzesten Code. Das heißt, je häufiger etwas vorkommt, umso kürzer ist der Code. Das heißt, umso mehr Bit sparen wir schlussendlich ein bei der Komprimierung. Wenn etwas selten vorkommt, dann hat das einen längeren Code. Das macht aber auch nichts, weil es eben selten vorkommt. Wenn wir einen deutschen Text hernehmen, da ist N der häufigste Buchstabe, auch E ist brutal häufig. Wenn wir statt jeden N, also die haben, glaube ich, eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 17% herum oder so ähnlich, wenn wir diesen statt 8 Bit nur mehr 1 Bit brauchen oder 2 Bit, dann heißt das, dass ich nur einen Achtel oder ein Viertel vom Speicherbedarf habe für diesen Buchstaben. Und das ist doch dann signifikant. Natürlich ist es komplizierter, weil ich muss die Message ja sozusagen wieder rückrechnen und ich muss sie erst komprimieren. Das heißt, ich brauche Laufzeit selbstverständlich. Aber dafür spare ich mir eben Speicher. Und ich kann es dann schneller übertragen, wenn ich übers Internet oder ähnliches. Gut, jetzt nochmal sozusagen als Beweis, das war unser Ursprungstext und das war unser kodierter Huffman-Text, ja, der in Binärdarstellung. Und wir sehen, A hat den Code 0, B hat den Code 110 und so weiter. Wenn irgendjemand einzelne Buchstaben anders sortiert hat, dann kommt natürlich ein bisschen anderer Code raus. Wichtig, weil ich habe ja gesagt, wenn F, D und E haben ja die gleiche Auftretenswahrscheinlichkeit, das ist ja schlussendlich egal, welcher der drei welchen Code hat. Wichtig ist, dass es eindeutig zugeordnet ist. Und was wir natürlich auch brauchen, ist das Codebuch, mit dem wir das konstruieren und rekonstruieren. Also sprich den Baum. Den Baum brauchen wir, die Originalmessage brauchen wir, dann können wir kodieren und umgekehrt, wenn ich die kodierte Message habe und den Baum habe, dann kann ich die Originalmessage wieder herstellen. Und aus einer Message kann ich mir auch einen einzelnen Baum generieren lassen. Ja, das ist die Huffman-Kodierung. Ein Buchstabe, der häufiger oder etwas, das häufig vorkommt, bekommt einen sehr kurzen Code. Das ist die Idee. Etwas, das weniger häufig vorkommt, bekommt einen längeren Code. Ja, und schlussendlich, je häufiger, desto kürzer ist der Code. Und hier auch zu sehen, A als häufigste hat einfach einen Einstellencode, B hat einen dreistelligen Code, weil da haben wir 3/18. G hat ebenfalls einen dreistelligen Code, da haben wir auch 3/18. Und B hat eine Auftretenswahrscheinlichkeit von 2/18, da haben wir aber auch einen dreistelligen Code. Die anderen, die noch seltener vorkommen, bekommen einen 4- bzw. 5-stelligen Code. Eine Frage, die sich vielleicht noch ergibt, warum sind hier so Löcher? Was ist mit dem Code 1.1 oder was ist mit dem Code 0.1 oder irgend sowas in der Art? Diese können nicht generiert werden, da sozusagen der Code ja eindeutig sein muss. Es darf nicht eine Subsequenz sein von einem anderen Code. Ich muss sozusagen, wenn ich die Zahlen sehe, muss ich eindeutigen Rückschluss ziehen können. Also muss er präfixfrei sein. Und das ist die ganze Geschichte. Viel Spaß beim selber bauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.